HSV feiert einen verdienten Heimsieg gegen Greuther Fürth. 2:0 heißt es am Ende. Es hätte auf jeden Fall deutlich höher ausfallen können. Aber ja, am Ende bleibt der Sieg. Der HSV ist seit jetzt einem Jahr zu Hause im Volksparkstadion ungeschlagen und bleibt auf Platz 2. Punktgleich mit St. Pauli, die in Paderborn unentschieden gespielt haben. Beide jetzt mit 20 Punkten an der Spitze. Ja, was sagst du? Steht der HSV jetzt da, wo er auch stehen sollte, was jetzt so die bisherige Performance betrifft, Max? Ja, also ich denke, es ist schon ein leistungsgerechtes Tabellenbild. Jonas Meffert hat heute gesagt, was ich auch so unterschreiben würde, dass sie noch 5 bis 7 Tore mehr hätten schießen können bei den ganzen Chancen. Damit wären sie dann eigentlich auch in der Tabelle an St. Pauli vorbeigezogen. Aber zu diesem Zeitpunkt der Saison spielt das, glaube ich, noch keine Rolle. Das ist denen, glaube ich, auch soweit egal. Hauptsache, ja, das hat heute geklappt mit den 3 Punkten. Ja, also es hätte deutlich höher ausfallen können, aber ich denke, zu Null hat der HSV gespielt. Das ist dann auch wieder wichtig. Daniel Heuer-Fernandes hat einen Elfmeter gehalten, seinen ersten überhaupt in einem Punktspiel für den HSV. Also in der Relegation gegen Stuttgart hat er schon mal einen gehalten und viele im DFB-Pokal. Also das war mit Sicherheit dann auch ein Knackpunkt heute, gerade in so einer Phase, wo Fürth vielleicht ein bisschen dran war. Oder wie hast du es gesehen? Wenn der Elfmeter reingegangen wäre, hätte es vielleicht noch mal ein bisschen spannender werden können, oder? Ja, absolut. Gerade weil davor der HSV noch 2, 3 Riesenchancen hatte. Ich erinnere mich an Dompe, der frei aufs Tor zuläuft und den Ball aus 6 Metern neben das Tor. Ja, ob es ein Schuss ist, weiß ich nicht, aber neben das Tor legt, hätte einfach zu Jatta rüberpassen können, dann wäre alles klar gewesen schon. Und ja, gerade in solchen Momenten ist es dann ja schon tödlich, wenn du dann im Gegenzug das 2-1 kriegst und Fürth vielleicht nochmal Oberwasser bekommt und dann werden die letzten Minuten auch nochmal richtig unangenehm. So hatte der HSV dann Glück, dass Daniel Heuer-Fernandes mal die richtige Ecke hatte in einem Zweitligaspiel und das war, glaube ich, schon auch wichtig in der Schlussphase. Das Flügelspiel wurde ja auch kritisiert, auch von uns in den vergangenen Wochen. Der HSV hat wenig Tore über außen gemacht. Heute das Flügelspiel eigentlich gut funktioniert, aber der letzte Ball kam wieder nicht an. Ne? Gerade Jatta war da wieder unglücklich. Man kennt das ja von ihm, so der letzte Ball, da hat er immer mal wieder so technische Probleme. 1, 2 Bälle waren okay, aber insgesamt auch eher unglücklich von ihm, oder? Ja, das muss man, glaube ich, schon sagen. Ich weiß auch nicht, ob das denn Verunsicherung ist mittlerweile sogar, weil in den vergangenen Wochen nicht viel funktioniert hat. Die Szene, wo er dann versucht, Dompe mitzunehmen oder rüberzulegen, wo er eigentlich auch selbst hätte schießen können, meiner Meinung nach. Und der Ball dann ja zu steil kommt und die Chance vergeben wurde. So ein bisschen symptomatisch. Die viele Bälle heute, fand ich, die von den Außen reinkamen, kamen auch nicht von Dompe oder Jatta, sondern von Feray, Muheim und so weiter. Benesch vor allen Dingen, ja. Der hat auch das 1-0 vorbereitet dann von der Seite. Ja, also da hat der HSV immer noch Nachholbedarf und das wissen sie aber, glaube ich, auch selbst. Heute auf jeden Fall wieder, wie in den Heimspielen zuletzt auch, zu Null. Hinten die Abwehr mit Ramos und Hatzigadunic wird, finde ich, immer stärker. Gerade Ramos heute wieder richtig stark im Zweikampf. Er verursacht den Elfmeter, das gehört bei ihm dann auch immer wieder so ein bisschen dazu. So wie er halt Fußball spielt, aber er tut dem HSV mit dieser Art schon sehr gut, oder? Ja, also er bringt eine richtige Präsenz mit in der Abwehr. Also Hatzigadunic ist im Vergleich dazu ja total unauffällig und den nimmt man gar nicht so wahr im Spiel. Aber wenn er so schlecht spielen würde, dann wird der HSV auch mehr Gegentore kassieren heute. Passt schon sehr gut, dass Ramos ja auch so, ich erinnere mich, direkt in der ersten Minute so eine Grätsche setzt, das Publikum mitnimmt. Da wird so ja direkt der Ton gesetzt für die Partie und sowas hat dem HSV in der Vergangenheit auch teilweise gefehlt, finde ich. Sebastian Schonlau fehlt ja auch immer noch. Es könnte vielleicht zum nächsten Spiel in Kaiserslautern reichen. Denke aber nicht, dass vielleicht dann Tim Walter auch gleich schon das Risiko bei ihm wieder eingeht. Muss er ja auch nicht, weil die beiden harmonieren immer besser. Ja. Was glaubst du denn perspektivisch? Wer wird denn da hinten spielen? Das wird nicht so leicht, oder, für den Trainer? Nee, das wird tatsächlich nicht so leicht. Nun ist es ja im Fußball so, dass es immer mal wieder auch eine 5. gelbe Karte geben könnte. Bei Hatzigadunic wird es bald kommen. 4. Und vielleicht passt es dann ja gerade so, dass Tim Walter um diese schwere Entscheidung herumkommt und dann ja Ramos und Schonlau die Chance bekommen. Aber ja, das ist halt eher ein Luxusproblem momentan, finde ich. Auf der Rechtsverteidigerposition hat sich heute Van der Brent den Oberschenkel gezerrt. Sah nicht so gut aus. Wahrscheinlich sogar eher Muskelfaserriss, könnte ich mir vorstellen. Ja. Zerrung gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr. Und Reis musste auch früh ausgewechselt werden. Was sagst du zu den beiden Ausfällen? Ja, tun beide weh. Ich glaube, bei Van der Bremt, der wird vielleicht jetzt 2, 3 Wochen ausfallen mit Muskelfaserriss. Ich denke, das kann man dann gut auffangen. Auch mit Moritz Heyer hat er ja die letzten 2 Jahre gespielt, rechts hinten. Ich finde auch, dass es heute ganz in Ordnung gemacht hat. Ludovic Reis, das tut natürlich weh. Also offenbar hat er sich die Schulter ausgekugelt zum wiederholten Male. Also beim letzten Mal ja auch schon. Und da droht mit Sicherheit ein längerer Ausfall, glaube ich. So sahen auch die Bilder aus. Er hatte wieder die Schultermanschette nach dem Spiel, hat nicht glücklich geguckt. Also ja,
Ich glaube, da würden einige Wochen auf, ja, wird da mit Sicherheit einige Wochen ausfallen. Du warst ja auch in Glasgow dabei. Haben dich diese Bilder dann auch so erinnert, auch die Bilder nach dem Spiel? Ja, also in Glasgow erinnere ich mich, war er sehr frustriert, fast aggressiv, hat dann eine Flasche vom Platz getreten, als er dann ausgewechselt werden musste. Heute war es dann eher so eine richtige Traurigkeit, fand ich, und wurde dann auch von Mitarbeitern vom HSV umarmt in der Mixzone und konnte sich so gar nicht richtig über den Sieg freuen gefühlt. Ist schon bitter, wenn man jetzt, ich glaube, das ist jetzt ja schon das dritte Mal, dass dieselbe Schulter in dieser Saison Probleme macht und muss man sehen, was die Untersuchungen jetzt ergeben. Bleibt zu hoffen für ihn, dass es nicht ganz so schlimm ist. Ja, also die Untersuchungen müssen wir noch abwarten, um da noch mehr zu sagen zu können. Immanuel Ferrei kam dann rein, da merkt man natürlich dann auch, wie gut der Kader ist, wenn du dann so einen Spieler reinbringen kannst. Ein bisschen Glück für ihn natürlich, auch wenn es natürlich er selbst jetzt auch nicht so sagen will, weil er jetzt profitiert durch eine Verletzung. Aber das ist natürlich jetzt auch seine große Chance, sich richtig in die Mannschaft zu spielen, oder? Und ich finde, er hat es heute auch direkt richtig gut gemacht. Also auch das 2:0 dann vorbereitet von Glatzel, auch viele Offensivaktionen mit eingeleitet. Auch er gehört dazu, wo ein paar Chancen mit vergeben wurden. Aber allein das rauszuspielen und es ist ja auch keine einfache Situation, dann eingewechselt zu werden, war unter der Woche noch ein bisschen krank und hat das auch richtig gut gemacht heute. Also Ferrei wird jetzt wahrscheinlich seine Chance dann bekommen. Darauf haben ja viele auch gewartet. Natürlich dann die bittere Nachricht mit Ludovit Reis. Also wir warten dann nochmal die genauen Diagnosen ab und werden euch dann auch auf abendblatt.de informieren. Aber ja, es wird wahrscheinlich keine gute Diagnose sein, denke ich mal. Aber warten wir nochmal ein bisschen ab. Und die Sonne kommt raus. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und melden uns dann wahrscheinlich kommende Woche nach dem Spiel in Kaiserslautern wieder. Ciao, ciao. Ciao.